Hallo zusammen, es ist 18.32 Uhr am 13. Juli und es geht in diesem kleinen Clip um den Dow Jones. Mein Name ist Christian Schlegel, Servus und Salve a tutti. Ich habe hier schon mal Scheine rausgesucht, das machen wir erstmal weg. Es ist schwierig zu handeln, das muss ich auch sagen. Ich versuche das hier in Einzelwerten, das ist nicht einfach. Den Index, das hatte ich gestern beim DAX auch schon gesagt, den habe ich überhaupt nicht gehandelt. Das ist wie so der, wenn du denkst, du hast ihn, dann springt er aus dem Kasten. Ja, so ist das, möchte ich mal sagen. Das ist der Dow Jones. Wir machen heute eine Geschichte, was wir zum ersten Mal machen seit dem 18.06. Das ist also fast ein Monat her. Wir gehen über die 200-Tage-Linie. Das finde ich jetzt nicht so gravierend toll, aber es ist einfach, muss ich einfach mal so hinnehmen. 10-Tage-Linie. Die unter der 20er war, geht wieder seit gestern über die 10, über die 20-Tage-Linie. Das ist gut. Die Bänder, schauen Sie mal, wie eng die sind. Ja, das ist, da musst du gleich mal eine Brille holen. Das ist 26.566 zu 25.271. Das ist eng. Das ist richtig, richtig eng. Und das ist im Index, also im DAX, ist das auch nicht anders. Ja, vor dem Hintergrund, das sieht aber ganz gut aus hier, muss ich wirklich sagen. Über der 200-Tage-Linie hier kleine Durchschnitte drehen, finde ich okay. Dieser Bereich hier, das ist die 27.450, ist, das sind aber noch 1.000 Punkte, ist der Point of No Return, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite haben wir die Unterstützung hier im Bereich 25.000, da setze ich auch gleich den ersten Call an. Ja, es ist, wir sitzen teilweise davor, gucken uns sowas an wie Tesla. Keiner versteht's. Ich, also fundamental kann man das auch nicht verstehen. Gerade vorhin kam die Meldung, Elon Musk ist jetzt reicher als Warren Buffett. Ja, ich glaube, der wird Warren Buffett auch einfach mal den Kopf schütteln. Obwohl, ich glaube, das ist ihm egal. Der ist da, glaube ich, schon aus dem Alter raus, wo er da noch irgendwie was zeigen muss. Passend tut es nicht. Passend tut hier gar nichts momentan, außer dass es halt ganz, ganz, ganz viel Geld gibt und das muss irgendwo investiert werden. Ob das dann Tesla ist oder ASML Holding oder AXA oder what the fuck ever, es muss irgendwo rein. Ja? Ganz schwierig. Also gut, was den Dow angeht, wir sind hier in engen Bändern und wir spielen gerade eben, wir umschmeicheln das obere Band bei 26.520. Das ist positiv. Ich muss genau wie im DAX-Index hier die Chance einräumen, der Dow sieht besser aus. Also der hat durchaus die Chance, hier auch nochmal dieses Hoch hier zu nehmen und auch höher noch zu gehen. Für diesen Fall habe ich euch diesen Schein hier mitgebracht. Das sind 24.924er, Hebel 17. Kenne mal GC6YX4, nochmal GC6YX4. Und nochmal Hebel 17, das ist okay, der liegt hier unten drunter. Das ist für die Jungs von euch, die der Meinung sind, wir ziehen da durch. Und ich glaube, wenn wir die 200-Tage-Linie heute schaffen und insbesondere dieses kleine Zwischenhoch, was wir hatten bei 26.644, dann sieht es gut aus. Gucken wir mal auf einen Short. Unlimitiert. Tja, wo würde ich einen Short setzen? Eigentlich darf ich den erst hier hintersetzen. Da ist ein Riesengap da. Vom 21.02. Und der Schlusskurs war 28.992. Das ist mir zu weit. Deswegen, ich setze es hier hinter. Das ist knapp, ich gebe das zu. Der Hebel wird gigantisch sein, aber ich muss das hinter die 27.430 setzen. 27.430, da kann ich mal hier den Hebel ordentlich hochmachen. Und da finde ich mit einem Hebel von rund 26 diesen Put hier. Das ist ein 27.491er. Das ist die GB9VV0. Gustav Bertha 9VV0. Das ist für diejenigen, die denken, wir schaffen das nicht. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mehr Chancen für den Markt als Risiken. Aber ich bin hier ganz klein, schon seit Tagen, eigentlich seit Wochen, weil das ist irgendwie alles sehr suspekt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.